Servus Freunde der Klemmbausteine und damit herzlich willkommen zu Türchen Nummer 8 des Harry Potter Adventskalenders. Wir schauen mal, was wir heute enthalten haben im Türchen Nummer 8. Wir bauen was? Wir bauen, glaube ich, tatsächlich jetzt das, ein kleines Inventar des tropfenden Kessels. Wir bauen einen Tisch mit zwei Krügen. So sieht das aus. Es soll eine Art Tisch darstellen. Wir haben hier eine Platte, das ist unsere Tischplatte, einen Tischfuß, den wir unten drunter bauen. Und dann haben wir hier zwei so Krüge drin. Man könnte ja meinen, da ist schon Butterbier drin, aber ist es glaube ich noch nicht. Wenn wir uns wirklich hier gerade thematisch im ersten Teil befinden, dann gibt das natürlich noch keinen Sinn, dass Harry da schon Butterbier trinkt. Ja, zwei Krüge, eine Bottle voll irgendwas. In dem Fall jetzt wahrscheinlich Wasser, es ist einfach eine durchsichtige Flasche. Das ist hier also enthalten in Türchen Nummer 8. Heißt wahrscheinlich wirklich, wir sind jetzt so im tropfenden Kessel. Ich weiß halt auch nicht, ob es... Ja doch, es ist tatsächlich so gedacht, dass man das hier auf die Felder stellt. Wir haben hier nämlich so ein bisschen Markierungen. Das heißt, die 3 ist wirklich ein Kamin. Die 5 ist dann wirklich der Birthday Cake. Die 7 ist das und die 8 ist der Tisch. Wir nähern uns hier so ein bisschen, ihr seht das hier jetzt auch so mal noch ein bisschen eingeblendet, wir nähern uns so ein bisschen hier dem Ganzen. Finde ich eine coole Sache.